Moin moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem ersten Ride mit Scooey. Ich war mega aufgeregt, aber auch mega happy. Hab jetzt 4 Stunden das Video geschnitten bei 31 Grad in meiner Bude. Ich bin kein Profi-Cutter, aber ich hoffe, es gefällt euch. Falls ja, lasst mir gerne ein Like da. Abo wäre nicht schlecht, damit ich die 1100 endlich mal Erfolg kriege. Diese unsäglichen 1080, das ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß. Und ja, bis dann zum nächsten Video. Tschüssi. Also du nimmst das Ganze jetzt auf, ja? Ich nehme es auf, ja, und mach dann ein Video draus. Müssen wir irgendwas beachten? Willst du, dass ich irgendwas mache oder nicht mache? Wie meinst du das? Ja, keine Ahnung, Alter. Du bist der Creator. Das ist dein Video. Nee, sei einfach so, wie du bist. Das ist... Mehr nicht. Das war's mit dem Video. Wird geil. Abgehoben. Ja, ich habe mir extra für dich einen Scooey-Gedächtnisschnäuzer. Nee, hört sich blöd an. Scooey-Ehrenschnuppi wachsen lassen. Und mich sogar mal rasiert und so. So muss das sein. Ja. Ja, hast du, glaube ich, letztes Mal geschickt, ne, das Bild? Ja, da war ich aber noch, hatte ich noch so gestutzt. Heute ist es komplett abrasiert, außer der Schnuppi. Sieht man besser, als wenn du noch so drumherum ein bisschen kurz gestutzt das hast. Das wirkt nicht so. Da wirkt der Schnuppi nicht so. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber du heute mit dem. Du bist ja 1,71, ja? Ich bin ja nicht viel größer, bin 1,73 oder so. Wir sind dann zwei kleine Zockerlegenden. Ja. Und, aber der Meier heute nimmt der, da war nicht viel größer, oder? Ja, doch, der ist ein bisschen größer, das wirkt auf dem Foto nur anders, ja. Mich schon gewundert, ich dachte, Meier, Mensch, da ist auch immer so knapp 1,80 und dann... Ja, ist er auch. Nico ist eigentlich auch nochmal eine Ecke größer. Okay. Und das wirkt auf dem Foto auch nicht so krass, aber der ist wirklich groß. Ich meine, er wirkt auf dem Foto schon groß. Findest du, also ich finde, auf dem Foto sieht er nicht so mega groß aus. Ich schätze, so 1,90 Meter wird er schon sein, oder? Ja. Ach, Scooey, wir sind dafür mit Schönheit geschlagen worden. Ist so. Ist einfach so. Mehr kann man dazu nicht sagen. Obwohl der Meier ist auch eine schöne Frau. Mit seinem Sailor Moon-Kostüm hat er mir am besten gefallen. Ich hätte ihn glatt weggeheiratet. Ja, das fand ich auch gut. Ich spiele mit Senseless Survivor. Wir rasieren jetzt hier mal richtig durch. Ja, sagen wir es mal so, du warst jetzt der Einzige sozusagen, der sich gemeldet hat. Ja. Und? Alle anderen abgehoben. Ja, scheinbar. Also. Ja, aber du, ganz ehrlich, das wäre bei mir auch fast untergegangen. Also mittlerweile bekommt man halt einfach so viele Mails, Nachrichten hier und da. Echt? Ja, so schlimm. Das ist manchmal, ja, es gibt so Perioden, sage ich mal, ne? So, manchmal ist halt ruhiger, manchmal nicht. Da geht halt einige Sachen, gehen halt einfach unter. Dann liest du was, dann vercheckst du das wieder komplett, weil du tausend andere Sachen machst. Also, das würde ich nicht immer persönlich nehmen. Dass du viele Nachrichten kriegst, also, glaube ich schon, gerade auf Handy oder Insta und so ein Kram. Aber E-Mail ist wahrscheinlich, habe ich so gedacht, das Medium, was halt nicht so viele nutzen. Da schreibt schon mal eine E-Mail an jemanden oder so. Ja, ist eigentlich sogar mit am meisten. Echt, ja? Ja, weil du halt von voll vielen Firmen immer irgendwelche Marketing-Sachen kriegst, okay. Ne? Ja. Und da geht das halt super, super schnell unter einfach. Ich habe gar nicht damit gerechnet, wo ich da bei dir am Stream war und du dann auf einmal, ey, Senseless, hast du mir nicht eine E-Mail geschrieben? Ich dachte, na, krasser Typ. Ich versuch's halt, schon gemerkt, ja. Halt alles nicht so leicht. Wollen wir direkt Dings pushen oder was? Ja, klar. Also so ganz entspannt. Aber... Ich weiß nicht, ob du schon mal ein Video gesehen hast von uns, von mir und so. Reisegruppe Chaos ist unser Name. Es könnte leicht chaotisch werden. Ich wollte mir eigentlich noch so einen Strick knüpfen. Statt du eine Fliege um den Hals, wollte ich mir einen Strick nehmen, falls ich dich leider Gottes erschieße. Ach, alles easy, man. Solange die Quals sitzen, passt das. Okay, ja, gut. Das ist erstmal hinter dir. Ja. Das ist so eine Sache, ja, ihr seid ja Profis, ihr nennt die Sachen ganz anders als wir. Für mich ist zum Beispiel, wie nennt ihr es, Fort Knox, ist für mich der Lootklumpen.
Oder für uns halt. Mhm. Der Loot-Club. Ja, gut, wenn du mir das vorher sagst, dann weiß ich das halt auch, ne? Hm. Nö, ich richte mich nach dir, Scooby. Du sagst an und ich versuche dann zurechtzukommen irgendwie. Okay. Welches Level bist du? 45. Ich hoffe, du bist über 50, ne? Nö, ich hab jetzt irgendwie keine Lust mehr zu questen. Bei uns geteilt, bei uns geteilt. Oben drauf. Hat auf jeden Fall Hits. Ich piek rein. Granate? Kriegst du eine Nate durch? Ja, die ist, glaube ich, gut geflogen. Pass auf. Ich bin drin. Einer ist noch hinten, einer ist auf dem Klo. Und einer ist im Gang an der Treppe. Klo bin ich. Okay. Klo hab ich down. Ganz easy. Gutes Teamplay. Down. Du? Sah aus wie ein Skeff irgendwie. Ich bin ein Stück weiter. Ja, ich lebe noch, wo die Tür offen ist. Okay. Da hocke ich drin jetzt. Ja, ich bin Küche. Okay, ich sehe dein Licht. Ja, alles klar. Okay. Ups, wow. Ich geh mal nach hinten. Im Skeff irgendwie. Ja. Alles easy, ich bin ganz hinten drin. Ja, alles okay. Alles tot. Locker weg. Gut. Muss mal nachstecken, Munition. Ja, easy. Hier geht schon ab. Zack, zack. So sieht's aus. Was haben wir denn hier? Hier, Level 5. Geiler Typ. Den hast du weggeflext wie nichts. Ja, raus meiner Lobby, Pippin 19. Das arme Schwein. Wusste gar nicht. Ja, wir verstecken die Sachen. Also ich verstecke die Sachen. Ich mach das auch immer. Ach, Digga, das ist doch hier scheiße in den Zweierdorms. Hm. Oh, ist da was gebrochen? Nee, ich bin durch Stacheldraht gelaufen. Alles easy. Zack, zack. Aber ich muss sagen, Freund, also mit Bart siehst du eigentlich auch nicht schlecht aus. Aber da wirkst du irgendwie dünner im Gesicht, finde ich. Dreierturms rüber? Bleibt nicht aus, ne? Mhm. Ja, lass mich mal eben nachklippen hier. Okay. Hey, Bruder. Ich klipp ganz kurz nach und dann können wir weiter. Na klar, kein Stress. Ehrlich, hast du gerade gesagt, ich bin dick eigentlich, oder? Nein, du warst dünner. Also ich habe nicht gesagt, du bist dick. Aber ich war da auch 10 Kilo leichter, muss man dazu sagen. Na gut, du stemmst da jetzt. Schweres Eisen. Nee. Die Kilos kommen noch nicht vom Stemmen auf jeden Fall. Ja. Pizza und so. Gutes italienisches Essen. Naja, schön wär's. Nee. Einfach so die letzten 1,5 Jahre nur Scheiße gegessen, nicht bewegt, nichts gemacht. Das war ja auch eine scheiß Zeit irgendwie. Ich bin noch ein bisschen laufen, das ist hier bei mir, ich wohne ja in ländlicher Gegend, Fitnessstudio ist hier nicht so, also gehe ich joggen und hab hier so selber Zeugs zusammengestellt. Ja, why not? Das Problem ist... Gehen wir sprich? Da raus, wo wir reinkommen sind, erzähl mir alles. Naja, letztens beim Joggen Muskelfaser... Oh, ihr habt einen. Ich rasch raus. Wollen wir hinten durchs Badefenster oder hier vor Front? Erstmal eine Nähe nach oben. Okay. Und rein. Ich bin direkt hinter dir. Gleich Dreier hoch. Geht nicht. Geht nur zwei, geht nur zwei, geht nur zwei, geht nur zwei, geht nur zwei. So. Bin drin. Ja, bin hinter dir. Bin links. Ey, sorry, wenn ich ab und zu mal schreie, aber ich bin dann immer so ein bisschen... Ja. Weißt du, weil wir sind im Krieg. Krieg ist die Hölle. Ich penne mich mal kurz. Ja. Und dann können wir hier wegschnetzeln. Also... Bis hier sah es ganz abchecken, gut aus. Oder was? Dritte Etage, ja. Ich guck mal hoch. Ich geh mal ganz kurz eins. Sieht eigentlich soweit ganz gut aus. Ich weiß es natürlich nicht. Links, rechts? Links. Ja. Ich schmeiß mal eine Nate hinter.
Okay, raus aufs Vordach. Okay. Hier Taschenlampe, ne? Ich bin schon seitlich von dir. Irgendwer hat doch hier die Scheibe eingeschmissen. Ja, keine Ahnung. Ich sehe gar nicht. Ich mach mal Marktrum auf. Oi. Ein SV98. Okay. Ich halte den Flur. Ist ja cool. Keytool? Keytool, ja. Krass. Das erste Mal. Ich habe den Prime-Server drin, ne? Was ist das? Gibt's das wirklich? Nein. Nein, nein, das gibt's nicht. Aber du kennst das doch, ne? Dass dann die Zuschauer immer sagen, Streamer-Loot, Streamer-Loot. Ja, ja, ja. Und extra für dich habe ich mir gedacht, heute die Partner-Prime-Server reingemacht. Das kostet mich wieder ein halbes Vermögen, aber mein Gott, ja, Prime ist umsonst. Ja, was tut kommt man nicht alles? Setz dich von der Steuer ab. Du hast es ja, doch, gut, Scooby. Ja, kommt keiner. Was ist denn los? Zum Lootklumpen. Ja, zum Lootklumpen. Auf geht's. Der Lootklumpen ruft uns. Hörst du? Ich hören. Ja. Warte, ich check einmal nochmal hier nach hinten. Okay. Wollen wir dann vorne raus? Ja. Ich würde einfach vor der Eingang raus. Ja, ich guck mal runter. Ganz normal vor der Eingang. Komm jetzt, Treppenhaus. Also ich hau mir noch einen Painkiller rein. So. Panzerfahrer Scooby kommt bald wieder, keine Sorge. Du spielst aber auch auf Tanks oder so, ja? Ja, selten. Mhm. Selten. Macht auch Spaß. New Gen. Oh, vor mir, direkt vor der auf diesem Laden. Zwei Stück! Schönes Ding. Alter, Jungs. Macht auch Spaß. New Gen. Oh, vor mir, direkt vor der auf diesem Laden. Zwei Stück. Double kill, ihr Ficker. Schönes Ding. Alter, oben, Jungs. Alter, im Gebüsch gehockt. Oh. Digga, sind einfach zwei. Ich bin komplett RIP. Mist. Bruder, 74 HP. Oh. Ich hab die komplett aus dem Leben gefetzt, ohne Scheiß. Schönes Ding. Kannst bei mir noch gucken. Ich habe noch in der Tasche, in der Hosentasche habe ich noch Zeugs zum. Ja, ich muss hier erstmal ganz kurz. Ich bin komplett im Arsch. Mhm. Diese Hurensöhne im Gebüsch gehockt. Verzeihung deinen Ausdruck. Boah, auch noch zu zweit ja, rein. Ja. Ich habe voll auf mein Mikro gespuckt. Aber ich brauch's doch drum, das macht nichts. Ach, fuck, ey. Nichts mit Blutklumpen. Dann hocken die da wirklich zweit nebeneinander in einem Busch und warten, dass wir rauskommen. Hm. Ich verstehe nicht, wie man so Spaß am Spiel haben kann. Das ist mir ein Rätsel. Ja, okay, keine Ahnung. Also wenn die jetzt zum Beispiel... Welches Level hatten die denn gehabt? Sagen wir mal. Weil, guck ich gleich. Du weißt halt nicht, wie lange die da so sitzen. Ne? Kann ja sein, dass die gerade gekommen sind und vielleicht gehört haben irgendwo noch. Hm. Wie wir gerade in der 1 waren, dann würde ich genauso abwarten. Ja, das stimmt. Ne? Aber das ist halt schon ein bisschen komisch, wenn das dann direkt zwei Leute nebeneinander in einem Busch sind. I don't know. Was für Söhne waren das jetzt? Ich glaube, Söhne mit freizügigen Müttern. Mhm. Jedenfalls nicht Söhne Mannheims. Raus. So viel ist schon mal sicher. Busch-Yetis. Ja, aber du hast recht. Es ging mir ja auch mal so. Da hatte ich mich mit jemandem beschossen auf Shoreline und wir haben uns getroffen und sind dann auseinandergerannt. Jeder aufgeschreckt wie ein Hase und dann habe ich im Gebüsch gehockt. Er hat in seinem Gebüsch gehockt, unten am Pier. Und da kam einer gelaufen und den habe ich abgeschossen. Ja. Ja, das passiert halt. Hm. Ja, der eine stand und der andere hockte. Warte mal, bist du auch hier mit dem Busch drin? Ich lieg direkt vor denen. Ich wollte hinten unter dem... Level 44 und Level 9. Okay. Na gut, da wollte der 44er den wahrscheinlich gerade anlernen oder so. Ah, es kann sein. Wollte den anlernen so von wegen, so jetzt warten wir, bis einer rauskommt. Mhm. Jetzt zeige ich dir, wie es gemacht wird. Nice. Nice angelernt. Komm mit, sprach Pickel die zu Frederik. Katastrophe. Ich klau dir deine Brille, ja, ich halte sie in Ehren. Nimm alles mit, nimm alles, was du brauchst.
Was hast du für Munition drin? AP63. Wie viel Geld hast du im Stash? Ach, 42 Millionen. Keine Sorgen. 42 Millionen? Ja, und dann ja. Gehst du mit einer Vector AP63? Naja, ich hatte es halt da. So, okay, da müssen wir nochmal drüber reden, ne? Nicht schimpfen, Papa. Nochmal drüber reden. So geht das nicht. Papa, ich kann nichts dafür. Mama hat gesagt, nimm AP63 mit. Ja, nee, Mama hat da gar nichts gesagt. Doch, du weißt, Mamas haben das Sagen in Italien. So, jetzt, deine Sachen sind auf jeden Fall safe. Danke dir. Ja, jetzt gehe ich dick rein. Jetzt lasse ich mich nicht lumpen, ja. M4 top gemottet mit M995, sollst mal sehen. Oh, eine schöne Hexcrit hat er, nice. Level 9, Alter, dir ziehe ich am liebsten alles ab. Es war ja, ich bin ja auch gerannt, also ich da in Schussstellung gekommen. Da hast du keine Chance. Digga, wenn die anfangen, beide zu schießen, dann ist halt Feierabend. Ach, fuck, die Karre war da, glaube ich, ne? Ich habe keine Kohle mit, ich Vollidiot. Ach so, oh, shit. Aber ich gehe zum Boot direkt. Also ich vergesse immer nie was in Stocks Case reinzutun, aber ich vergesse es immer wieder rauszunehmen. Und dann kann ich es nicht mal verkaufen und so. Ja, ja. Ja, guck mal, Boot ist offen. Alles easy, bin sofort draußen. Bei mir ist alles fit, yo. Bin schon draußen, Rondon. Nix Tresore. Brauch ich nicht. Double kill, ihr Ficker. Danke für den Clip, Tessa. Kannst du, wenn du Bock hast, Discord Clips ballern. Ja, wenn du irgendwas brauchst, ey, du kannst dich gerne an meinen Clips oder so bedienen, ne? Wenn du da irgendwas machen willst. Okay. Cool. Ach ja, der Level 5, den hatten wir ja auch noch.